zu einem neuen weiteren Solo-Showdown-Guide. Heute Gray auf Säure sehen. Hier werdet ihr sehr, sehr viele Brocks treffen. Brock ist aktuell starke Showdown-Meta. Sowas mag ich überhaupt nicht. Ich mag immer, wenn möglichst viele Brawler in der Meta sind. Wieder alles, was ihr wissen müsst. Build, Mechanics und so weiter in diesem Guide. Damit viel Spaß mit diesem Video. Und zwar bei dem Gadget nehmen wir natürlich das erste Gadget, damit wir so aggressiv wie möglich spielen können, gut backstabben können, in Kombination mit unserer Ult, wo ich euch mit der Star Power übrigens auch den Heal empfehle. Und bei den Gears nehmen wir Schild und Schaden, so wie fast immer. Unsere Strategie hier auf der Map ist, dass wenn wir einen schlechten Start haben, das heißt gar keinen bis maximal einen Cube, dann spielen wir so passiv, wie es nur geht. Gucken, dass wir entweder campen, uns in einem Busch verstecken oder eben ein Team haben, was jetzt nicht super gefährlich ist, uns nicht super schnell backstabben kann. Sagen wir einfach mal einen Gus oder eine Piper. Mit denen könnt ihr immer sehr gut teamen, das sind gute Teammates. Bei anderen Grays muss man immer aufpassen, aber generell würde ich auch sagen, definitiv auch mit anderen Grays Team. Falls ihr einen guten Start habt, also mindestens zwei Cubes, könnt ihr direkt mal eure Ult farmen. Entweder ihr spielt aggressiv und schaut, dass ihr irgendwie direkt Fake teamt und dann wen aus der Lobby rausnehmt mit eurem Gadget. Falls nötig, dann nochmal mit der Ult. Spielt nur nicht zu aggressiv, dass ihr nicht down geht. Wo ihr drauf aufpassen solltet, mit wem ihr definitiv bestenfalls nicht teamen solltet, sind andere Brocks. Versucht lieber, dass ihr andere Teammates bekommt und die Brocks immer als allererstes rausziehen, weil die Brocks hier nämlich dominant sind. Ansonsten mit Tanks zu teamen ist kein Problem. Also um den Spielplan nochmal zusammenzufassen, als allererstes nehmen wir erstmal die Kisten direkt vor unserer Nase mit. Falls ihr könnt, direkt einen Play machen oder sagen wir mal backstabben oder vielleicht auch direkt ein Team suchen, euch aber dann nicht verarschen lassen, direkt eure Ulti bekommt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Dann eure Kisten aufmacht und dann könnt ihr euch ein Team suchen, je nachdem wie euer Start ist. Ist euer Start schlecht, versucht ihr zu campen oder vertrauenswürdige Leute für euch zu gewinnen. Falls ihr einen guten Start habt, könnt ihr aggressiv spielen, damit ihr am Ende weniger Probleme habt, andere Brawler rauszufischen. Am Ende, je nachdem was für einen Start ihr hattet oder wie der Spielverlauf ist, schaut ihr dann, dass ihr von den vier Ecken oder auch von links oder rechts vor dem See im letzten Moment in die Mitte springt, falls das möglich ist, falls ihr nicht schon gefokust werdet von irgendwelchen Brocks oder was auch immer. Außer ihr habt schon ein Team und ihr kommt so rein, dann könnt ihr euch eure Ult definitiv aufbewahren. So, das Wichtigste, was ihr über das Gadget wissen solltet, ihr könnt sämtliche Ultis abbrechen. Zum Beispiel Tanja wird jetzt mit Ult auf mich drauf ulten. Wir können einfach unser Gadget nutzen und eine Bull-Ult damit canceln. Das ist schon mal sehr wichtig. Des Weiteren können wir einen Bull, nehmen wir mal an, das wären jetzt Stahlwände oder jeden Brawler, muss nicht Bull sein, können wir mit unserem Gadget vor die Wand ziehen. Das klappt jetzt nicht, weil wir keine unzerstörbaren Wände haben, aber während das diese Eisenwände, können wir jeden Brawler durch diese Wand ziehen. Stellt auf jeden Fall auch immer sicher, dass ihr zwei Auto-Attacks habt, denn wenn ihr euer Gadget trefft, tut ihr auch automatisch immer den nächsten Auto-Aim treffen. Also einmal Gadget und direkt Auto-Aim hinterher, trefft ihr immer. Bei der Ult gibt es noch zu beachten, wenn ihr vor der Mitte eures Objektes hin ultet, dass ihr dann immer vor dem Objekt landet. Und zwar genau so. Wenn ihr allerdings hinter der Mittellinie des Objektes ultet, dann landet ihr immer dahinter. Und zwar genau so. Ansonsten ist noch wichtig zu wissen, ihr könnt mit Gray nur in eine, habt nur eine bestimmte Reichweite mit der Ulti, außer ihr drückt Auto-Aim. Weil zum Beispiel würde ich jetzt ulten, würde ich hinter dem Bull landen. Drücke ich jetzt allerdings Auto-Aim, lande ich genau in dem Bull drinne. Das kann auf jeden Fall manchmal bei engen Plätzen, wenn die Ult, wenn die Zone sehr klein ist, kann das sehr nützlich sein. So, jetzt also im ersten Game. Wir sehen eine relativ gemixte Lobby. Natürlich auch wieder viele Brocks, wie ich das eben schon gesagt habe. Brocks müsst ihr auf jeden Fall, so gut es geht, am Anfang rausteamen. Hier holen wir uns natürlich erstmal ganz entspannte Kisten. Brauchen in die Mitte eigentlich gar nicht erst gehen, weil wir eben keinen Flächenschaden machen. Und gucken jetzt, dass wir hier oben bei den zwei Kisten natürlich noch was abbekommen. Ich glaube, der Brock kennt uns, weshalb er gerne mit uns teamen möchte. Das ist schon mal ganz gut. Und was wir jetzt machen, ist natürlich unsere Ulti-Farm. Das ist natürlich am allerwichtigsten mit Gray, damit wir von außen in die Mitte können in der Endzone oder was auch immer. Irgendwie escapen können, falls jetzt zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, wenn der Brock jetzt meint, er müsste uns backstabben, dass wir dann eben wegkommen. Irgendwohin weg ulten können, dass wir nicht direkt Neunter werden, sondern noch was machen können.
Hier hätte ich überlegt, ob ich reinspringen soll. Macht aber relativ wenig Sinn. Wir brauchen 4 Hits für unsere Ulti. Und die Piper wird sehr wahrscheinlich das Knockback-Gadget spielen. Dementsprechend wird es natürlich auch keinen Sinn machen, wenn wir da jetzt reinspringen. Ja, hier können wir jetzt erstmal chillen. Einmal ein bisschen drehen. Ein bisschen relaxen. Natürlich immer auf die Penny aufpassen, dass sie nicht auf einmal Gadget drückt und uns dann killt. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall aufpassen. Hauen dann hier den Bass weg. Sammeln jetzt auch ganz gierig den Cube hier ein. Damit wir auch dominant sind. Und am Ende auch alle killen können. Damit wir nicht angewiesen sind auf die anderen. Und es ist eine sehr freundliche Lobby. Also hier wird nicht so schnell gebackstabbt. Die halten alle sehr, sehr kräftig zusammen. Wir holen schnell die Piper raus. Auch wenn wir jetzt natürlich keine Ulti mehr haben. Das ist nicht ganz so geil. Hier können wir jetzt ausnahmsweise mal mit dem Brocks Team. Unten links wird jetzt automatisch weggeteamt von dem anderen Brock. Wir killen jetzt als allererstes die Penny. Die Belle killt den Brock. Der wird gleich nochmal rüberspringen. Zum Glück auf die Belle. Das heißt, wir sind da relativ entspannt. Hitten die Belle jetzt schon einmal, damit sie uns gleich nicht killen kann. Und lassen jetzt aber, das muss man wirklich nicht machen. Ich habe jetzt einfach den zweiten Platz gelassen, weil sie in der Mitte stand. Könnt ihr auch einfach killen, das ist völlig egal. Also schaut einfach nur, dass ihr Erster werdet. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls nicht, einen Daumen nach unten. Und damit euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Snake. Haut rein. Peace.